Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play WWE 2K15 auf der PlayStation 4 mit eurem Gotti. Der spielt die Karriere von Bryan Skinner. Und wir sehen, Daniel Bryan ist weiterhin Champion und wir haben nichts. Trainiere einfach weiter. Wir verteidigen unseren Titel gegen Big E einfach mal. Wir sind so frei. Big E habe ich, glaube ich, auch schon mal gekämpft. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, sicher, klar. Hier, ich glaube sogar in einem Triple Threat Match. Mit Big E und war da Daniel Bryan dabei? Ich bin mir gar nicht sicher. Big E sollte nicht das Problem sein. Probleme gibt es nur gegen Jericho. Und da aber richtig. Letzte Folge, wie wir den Titel verloren haben und uns dann Gott sei Dank auch wieder zurückgeholt haben. Das war schon eine harte Nummer mal wieder. Und immer wieder Y2J, Chris Jericho, der uns tierisch nervt. Big E dagegen ist ein Gegner, der sich wunderbar abschlachten lässt. Außer er wehrt sich mal, hier zu sehen. Boah, ein Gorilla Press? Nein, gar nicht wahr. Ich habe keine Ahnung, Slam. Raus aus dem Ring. Kann ich nicht gegen den Ring hauen? Okay. Sehr bedauerlich. Der Ringrichter ist bei 5. Dann machen wir mal den Ring sauber, ne? Und dann ein Body Splash. Und die Gesichtsverschönerung. Big Boot geht ins Nichts. Konter sitzt nicht. Suplex von Big E. Aber jetzt sitzt der Big Boot. Wieder der Konter von Big E. Diesmal aber nicht. Augenkratzer, Spinning Kick. Passt. Whipping in die Seile. Versemmelter Superman Punch. Alles. Gekontert, ne? Oder? Bin mir nicht sicher. Oh, ein Side Neck Breaker. Und Big E jetzt richtig mutig. Und sehr powervoll. Power Slam. Mit anschließendem Pin, aber da können wir uns draus befreien. Und jetzt können wir kontern. Keine Ahnung, was da jetzt wieder schief gelaufen ist. Aber wir kriegen Knie ab. Und das nicht zu knapp. Und das soll angeblich zu früh sein. Ich habe aber echt beide Male voll getroffen. Und das letzte, das dritte an den Kopf, war nicht zu früh, sondern wenn dann Hammer zu spät. Aha, und den habe ich eigentlich auch versorgt. Egal. Jetzt haben wir zwei Finisher schon. Ist doch schön. Dann können wir als erstes den Spear ansetzen. Dann tanken wir ein bisschen Power. Helfen dem guten Big E mal auf die Beine. Und kassieren einen Schlag. Das ist ein Rope Break normalerweise.
Also keine Ahnung, ich konnte anscheinend gerade alles zu früh. Glaube ich aber nicht. Vom Gefühl her nicht. Und die, die ich dann konter, die treffe ich eigentlich gar nicht. Egal. Wir gucken, dass wir jetzt hier den Swampy ansetzen und dass das Ding dann hoffentlich durch ist. Dem Ausdauermäßig ist der gute Skinner ganz schön im Arsch, ne? Guck mal, jetzt kann ich sogar ein Comeback ansetzen. Höchst interessant. Wir versuchen es erstmal mit dem Powerpin. 1, 2, 3. Ende. Huh. Schwieriger als geplant war dieses Match gegen Big E. Das bin ich gerne bereit zuzugeben. Aber durchaus ja erfolgreich. So, die Frage, die uns jetzt beschäftigt ist, wird es jetzt eine Story geben oder dürfen wir weiterhin Überbrückungsmatches spielen? Überbrückungsmatches. Oh Gott. Überbrückungsmatches. Okay. Raw. Danke. Ein Klassiker. Ein gutes Match. Ich sagte Bescheid. Also nix ist. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's, oder? Geht's weiter? Nachdem er geladen hat, geht's weiter. Also wenn er jetzt hier, ne, dann geht's weiter. Wenn er jetzt hier, Batista besiegt Daniel Bryan durch Submission um die WWE Championship. Das ist ja schön. Mit dir als Champion habe ich das Gefühl, dass sich die WWE in Zukunft drastisch verändern wird. Ich erwarte diesen Monat großartige Matches von dir. Zeig ihnen, wer Chef im Ring ist. Das werden wir tun. Rey Mysterio, Booyaka, Booyaka. Mr. 619. Na toll, das ist ja so genau die Art Wrestler, die ich absolut nicht mag als Gegner. Der wird hier reverseln ohne Ende. Wie erfreulich. Allerdings sollte der gute Ray Ray auch nicht so viel aushalten. Fangen wir mal einfach an und gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich meine, wenn wir den Spear irgendwie verpassen, dann bricht er ja leider Gottes in der Mitte durch, oder? Ja, das können wir aber auch. Das, lieber Ray Ray, habe ich aber auch noch drauf. Und dann, bitteschön, auf Wiedersehen. Einmal zu viel Ju gemacht. Bam! Nochmal ein bisschen die Sohle hier fahren lassen. Also mit so weit weg, okay. Ah, da haben wir den noch so im Petto. Können wir auch. Und dies verpasst es. Und der Bulldog noch hinterher. Okay. Hol ihn wieder rein in den Ring, den guten Ray Ray. So, mal gucken. Kriegen wir den Superman Punch hin? Nein, wir kriegen einen Whip hin. Können dann aber die Aktion von Ray Ray kontern und einen Bulldog hier anbringen. Jetzt ein Whip hin nach unten. Der passt. Und der Superman Punch! Und Ray Ray mit seinem Comeback. Unglaublich. Und da ist es soweit. Aber den können wir kontern. So ist es. Und sein Comeback ist leider abgelaufen. Ich brauche ein bisschen Power. Ein Facelam. Da liegt er eigentlich super für den Redneck, ne?
Dann legen wir den noch mal direkt noch mal hinterher. Der Redneck! Da ist er! Finisher mal 2. Was haben wir denn hier so? Nein, das nicht. Was können wir denn hier mal so Cooles noch machen? So ein OMG, Torpedo, Corkscrew Leg Drop. Wenn dein Gegner Absperrung betäubt. Absperrung, apropos. Jo, alles klar, warte, hier, nein. Wir hauen ihn mal raus. Ach, er haut uns raus. Nein, er haut uns nicht raus, sondern in die Ecke und zeigt dann einen netten Move. Nein, ich will ihn hier unten. Genau, ans Seil. Dann raus damit. Dann gehen wir raus. Ach, ich wollte nicht treten. Entschuldige, Ray Ray. Ja. Wäre gut, wenn die Energieanzeige sich ein bisschen auflädt. Tut sie. Wunderbar. Nein, ich will ihn nicht hauen. Entschuldigung. Entschuldigung, Ray Ray. Ach Gott, ich wollte dich hochheben, mein Freund. Hochheben, also jetzt. So, dann wollen wir ihn fassen. An die Barrikade. Und dann ein OMG-Moment hier durchziehen. Oh oh. Oh oh. Das wird ein Leg-Drop, fürchte ich. Rob, when, damn. Okay, ja, ich geb's zu. Ist nicht ganz gelungen, aber... Ne? Boom! Hübsch. Eigentlich wollte ich ihn durch die Barrikade durchhauen. Geht das anders, oder? Ray Ray ist... Ja, wie sagt man? Voll am Arsch. Wollen wir ihn doch nochmal liebevoll wie auch zärtlich den Spear verabreichen. It's over, bitch. Bleib einfach nur liegen. Aber wir sind natürlich, ihr seht es, richtig am Arsch. Energie- und Ausdauermäßig, also ausdauermäßig. Ab in die Mitte, mal gucken, ob das noch reicht. 1, 2, 3. Das Match ist vorbei. Winner and still World Heavyweight Champion Billy Skinner. Miss Nuka kümmert sich aufopferungsvoll um uns. Zärtlich wie eh und je. So muss das sein. Ja, ewige Nummer 1, ja. Durch den OMG-Moment. Eine Schande, dass du den Titel trägst. Ab jetzt wird es mein Ziel sein, den früheren Ruhm der Championship wiederherzustellen, indem ich den Titel wieder abnehme. Ray, ich bitte dich. Wird das jetzt wirklich eine Fehde gegen Mr. Ray Mysterio? Dann kann ich dazu nur sagen, böp, langweilig. Also bitte, Ray, vernichten wir doch nachts um 5. Kann man uns wecken? Wir stehen auf und machen Ray platt. Aber so richtig platt. Und der ist schon ziemlich platt. Größer wird er nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Leute, in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play WWE 2K15. Schaut auch unsere anderen Videos an. Ein Kommi, ein Like, ein Abo. Alles das ist natürlich herzlich willkommen. Kritik auch. Haut einfach raus, was euch auf dem Herzen liegt. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.